Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir feiern heute das Grundgesetz zu Recht. Ich bin keine Juristin, ich bin Literaturwissenschaftlerin und ich habe mich schon früh beeindrucken lassen von der Schönheit und der Klarheit der Sprache dieses Grundgesetzes. Zum Beispiel Artikel 3, Absatz 1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Ein Satz ohne Schnörkel. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes wollten sicherstellen, dass die Deutschen das Recht auch verstehen, damit sie es auch wahrnehmen können. Das ist der tiefere Kern auch dieser Klarheit. Und deswegen, glaube ich, hat dieses Grundgesetz auch nach 70 Jahren seine Kraft und Wirkung nicht eingebüßt. Es hat aber auch noch Platz, Herr Brinkhaus, für einen weiteren schönen, klaren Satz, zum Beispiel zu Kinderrechten im Grundgesetz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach 70 Jahren ist unser Grundgesetz immer noch eine lebendige Verfassung. Warum? Weil sie uns heute auch nach 70 Jahren noch Orientierung gibt. Was 1949 aufgeschrieben wurde und was wir heute hier immer wieder entscheiden müssen, das hatte teilweise gar nichts miteinander zu tun. Präimplantationsdiagnostik, Digitalisierung, Klimawandel. Nein, das hatte die Gründungsväter und Verfassungsmütter nicht beschäftigt. Die Zeiten ändern sich also, aber die zivilisatorische Kraft, der zivilisatorische Kompass dieses Grundgesetzes, der bleibt. Und er hilft uns hier jeden Tag, kluge und richtige Entscheidungen zu treffen. Und die werden wir auch in Zukunft brauchen. Denken wir mal an das Thema künstliche Intelligenz. Sie wird unser Leben grundlegend verändern, teilweise zum Besseren, wenn wir daran denken, was für Fortschritte in der Gesundheitsversorgung denkbar werden. Autonomes Fahren oder auch geringerer Energieverbrauch. Aber künstliche Intelligenz stellt auf der anderen Seite auch unser Zusammenleben in Frage, wenn zum Beispiel Instrumente der Überwachung daraus werden oder wenn es Richter gibt, die keine Rechenschaft mehr ablegen müssen. Wir sehen das jetzt schon in den USA, wo aufgrund von Algorithmen Bewährungsstrafen mit Ja oder Nein entschieden werden. Das sind Entwicklungen, die nicht nur das Zusammenleben in Frage stellen, sondern unser Menschsein. Auch hier ist das Grundgesetz Richtschnur und besonders Artikel 1, Zitat, die Würde des Menschen ist unantastbar. Denn wenn wir hier nicht gestalten, wenn wir als Demokraten nicht handeln, dann wird diese Würde angetastet und das dürfen wir niemals zulassen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Mit dem bloßen Buchstaben also des Grundgesetzes dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Es geht immer auch darum, dass wir es wegen der Menschen, für die wir hier Politik machen, auch umsetzen. Und deswegen ist Teilhabe eben der entscheidende Punkt. Teilhabe in Freiheit, das ist der Auftrag unserer Verfassung. Das Grundgesetz hat uns deshalb auch ein Sozialstaatsgebot und eine Sozialbindung des Eigentums mit auf den Weg gegeben. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Erfolgsgeschichte unserer Bundesrepublik und natürlich auch die Grundlage der sozialen Marktwirtschaft. Und hier heißt es auch deutlich zu sagen, es geht immer auch um materielle Voraussetzungen, wenn wir die Rechte, die hier stehen, tatsächlich auch umsetzen wollen. Beispiel ist zum Beispiel, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, Artikel 3 Absatz 2. Für dieses Recht musste Elisabeth Selbert, aber auch andere Mütter des Grundgesetzes erbittert kämpfen. Dreimal war der Satz zuvor im Parlamentarischen Rat abgelehnt worden. Erst der Aufschrei der Frauen im Land hat dann dazu geführt, dass er wirklich auch eingefügt wurde. Aber trotzdem dauerte es noch Jahre, bis aus der Verfassungstheorie dann auch Gesetzesrealität wurde. Trotzdem dauerte es Jahrzehnte, bis das Grundgesetz um eine konkrete Handlungsverpflichtung an dieser Stelle ergänzt wurde. Und trotzdem klafft eben auch heute ein Graben zwischen verfassungsrechtlichem Anspruch und gesellschaftlicher Realität. Und der Buchstabe des Gesetzes reicht eben auch hier nicht.
Es müssen die materiellen Voraussetzungen geschaffen werden, damit Gleichberechtigung auch in der Realität umgesetzt werden kann, ob das Kitas sind, ob das die Frage von Ganztagsschulen sind, aber eben auch beispielsweise durch Parität. Und da warten wir darauf, dass hier Mehrheiten entstehen für ein Paritätsgesetz, denn das würde wirkliche Gleichberechtigung bringen. Und da haben wir noch einiges vor uns, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. 70 Jahre Grundgesetz. Das sind 40 Jahre Bundesrepublik und 30 Jahre wiedervereinigtes Deutschland. Unsere Verfassung ist zur Verfassung aller Deutschen geworden. 1948 blieb es den Deutschen in der sowjetischen Besatzungszone verwehrt, aus der Ausarbeitung des Grundgesetzes dann auch mitzuwirken. Das System ließ es nicht zu. Drei Dekaden später öffnete sich dann der eiserne Vorhang. Die friedliche Revolution hatte gesiegt. Die Diktatur von mutigen Menschen hinweggefegt. In Ostdeutschland wurde die Freiheit mit beiden Händen ergriffen. Die anschließende Debatte über eine neue Verfassung hallt bis heute nach. Sie wurde in Ostdeutschland damals leidenschaftlich geführt. Jedoch wünschten sich die Mehrheit der Ostdeutschen damals vor dem Hintergrund ihrer Diktaturerfahrung etwas anderes. Den sofortigen Beitritt zur Bundesrepublik und den Beitritt zum Grundgesetz. Das war ein Vertrauensbeweis und es war auch ein Vertrauensvorschuss. Das Grundgesetz hat sich bewährt. Das können wir heute feststellen. Aber dennoch gibt es 30 Jahre nach der Wiedervereinigung bei vielen Ostdeutschen das Gefühl, dass etwas nicht richtig gelaufen ist. Das Grundgesetz fordert die Herstellung gleichwertiger Verhältnisse. Diesem Anspruch werden wir immer noch nicht gerecht. In Spitzenpositionen in Ostdeutschland sind Ostdeutsche unterrepräsentiert. In Sachsen sind 39% der Beschäftigten durch einen Tarifvertrag geschützt, im Westen sind es deutlich mehr. Deswegen arbeiten die Ostdeutschen nicht nur länger, sie haben auch weniger Urlaub. Also, es steht an, auch hier, nicht nur der Buchstabe des Gesetzes, denn es liegt nicht am Grundgesetz, sondern es liegt an der Umsetzung, dass wir immer noch keine gleichwertigen Lebensverhältnisse haben. Und das ist auch Auftrag, der sich aus diesem Grundgesetz aus meiner Sicht ganz klar ergibt. Nach der Wiedervereinigung wurde dann der Einigungsartikel 23, Herr Brinkers hat auch darauf hingewiesen, durch einen neuen verfassungsrechtlichen Auftrag ersetzt. Die Verwirklichung eines vereinten Europas. Mit dem EU-Vertrag von Lissabon im Jahr 2009 sind wir auf diesem Weg ein gutes Stück vorangekommen. Vor allem haben wir mit der EU-Grundrechtecharta einen großen und auch einen rechtsverbindlichen Schritt hin zu einem sozialen Europa getan. Seitdem haben wir beides, eine deutsche Verfassung und ein europäisches Grundgesetz. Es ist jetzt an der Zeit, die Bestimmungen der EU-Grundrechtecharta auch mit Leben zu erfüllen. Die Fliehkräfte in Europa werden stärker. Und die Bürgerinnen und Bürger haben genauso ein Recht auf die Charta, wie die Frauen 1949 ein Recht auf Gleichberechtigung hatten. Die Demokratie darf deswegen nicht warten, bis Gerichte erst Recht gegen Politik erzwingen. Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf gesunde, sichere und würdige Arbeitsbedingungen, Artikel 31 Absatz 1 EU-Grundrechtecharta. Ich sage, setzen wir sie um mit einem europäischen Mindestlohn überall in Europa. Die Höhe orientiert sich an der jeweiligen Wirtschaftskraft. Das ist gerecht, ökonomisch sinnvoll und sorgt für eine Angleichung der Lebensverhältnisse. Und das ist die Fortsetzung des Geistes der deutschen Grundgesetzväter und Mütter auf der europäischen Ebene. Und wir müssen das hier auch zusammendenken und zusammenbringen. Ich glaube, dass wir wirklich sagen können, dass die Grundgesetzväter und Mütter, ich glaube, wenn Sie das heute beurteilen könnten, Ihre Hoffnung, dass das Grundgesetz ein Bollwerk ist gegen Faschismus, gegen den Rückfall in Diktatur, als erfolgreich ansehen würden. Aber wenn wir uns jetzt an dieser Stelle auch dann angucken, wie sich die Gesellschaft entwickelt
und was für Radikalisierungen hier zu beobachten sind, dann wissen wir auch, dass wir einen Auftrag mitnehmen in die nächsten Jahrzehnte. Diese Verfassung ist lebendig. Diese Verfassung ist mehr als der Buchstabe. Sie ist gelebte Realität. Es gilt, sie jeden Tag aufs Neue zu verteidigen. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Vorsitzenden der FDP-Fraktion, Christian Lindner.